Dann fangen wir an. Erste Gruppe. Ich bitte die Gruppe Alpaka-Probleme auf die Bühne. Es ist eine Gruppe, die sich mit dem Thema beschäftigt hat, mit dem unglaublich luxuriösen Thema, zu wenig Probleme bei Jugendhack zu haben und quasi einen Problemgenerator entwickelt hat. Ja, und was das alles mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, erklärt euch die Gruppe selbst. Ein Applaus bitte. Stellt euch bitte einmal vor. Ja, hallo. Das ist Jan, das ist Taro und ich bin Carlson. Und wir haben mit Hilfe von KI einen Problemgenerator erstellt. Und zu dem werden wir euch jetzt etwas zeigen. Genau, also zuerst zu unserem Problem und zu unserer Fragestellung, woran wir uns orientiert haben. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, und zwar, wir erinnern uns zurück an Freitag, also vor 2 Tagen. Wir hatten alle schon lecker Pizza gegessen, haben uns in Gruppen zusammengefunden und dann ging es daran zu brainstormen. Hier, man sieht das Brainstorming-Plakat auf der rechten Seite. Und dann ist uns aufgefallen, dass es gar nicht so einfach ist, richtig gute Fragen sich zu überlegen oder gute Problemstellungen sich zu überlegen, die man an diesem Wochenende dann bearbeiten möchte. Und deswegen haben wir dafür eine Lösung uns überlegt. Und ein weiteres Problem, auf das wir eingehen, ist, dass Menschen glauben, dass KI perfekt sei, aber dazu später mehr. Wir haben überlegt, ob KI uns damit helfen kann. Und genau das haben wir versucht, mit unserem Projekt auszuprobieren. Genau, wir machen jetzt einmal eine kurze Live-Demo dazu. Genau, wir haben jetzt hier die Startseite von unserer Web-App und da gibt es einmal eine Suchleiste, wo man Stichworte eingeben kann, je nachdem zu welchem Thema man das Problem haben will. Und gibt es irgendwelche Vorschläge, was ich da eingeben soll? Ja, hier vorne. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Und dann gibt man den Vorschlag hier ein. Und dann gibt es hier unten noch eine Leiste mit einem Regler, je nachdem, wie ernsthaft der Vorschlag sein soll oder nicht ernsthaft. Den können wir jetzt mal auf ganz hoch stellen. Das heißt, es wird relativ lustig. Und dann schicken wir das einmal zur KI. Hier sieht man nochmal unsere tolle Ladeanimation. Genau, und als Endprodukt wollten wir dann eine Web-App, die am Ende Probleme generiert. Und dazu haben wir gerade gesehen, gibt es eine Suchleiste für Stichworte, für das Thema des Problems. Und mit Hilfe von KI wird dann dieses Problem entwickelt. Darunter, haben wir auch gerade alle gesehen, ja, gibt es einen Ironieregler oder einen Ernsthaftigkeitsregler, um die Ernsthaftigkeit von dem Problem einzustellen. Und das alles ist ja dann für gute Probleme und Ideen bei Jugendhack. Daten und Technologien. Wir haben für unser Backend Python verwendet, für unser Frontend Web, also HTML, CSS, JavaScript. Für die Kommunikation zwischen dem Frontend und Backend verwenden wir Flask. Und hinten für die KI verwenden wir V3 von Microsoft mit GPT for All als API. Wir benutzen das als API, da dann die KI lokal auf den Rechnern läuft und somit keine fremden Firmen die Daten bekommen, sondern nur der lokale Rechner die Daten verarbeitet. Und weil der Rechner jetzt nicht der schnellste ist, müssen wir kurz gucken, ob die Demo jetzt schon fertig geladen hat. Okay, sie lädt tatsächlich immer noch. Das ist so nicht ganz geplant. Dann müssen wir vielleicht kurz zuerst das Fazit vorziehen und dann
man sieht es gar nicht. Okay, kann KI unsere Probleme lösen? Also zuerst mal ja, KI verursacht viele Probleme. Das können wir daran gleich sehen. KI ist in unserem Fall gut darin, Probleme zu erstellen und löst damit unser Problem von einem Problemgenerator. Aber KI hat auch eben Schattenseiten, kann natürlich hilfreich sein, wenn man sie korrekt nutzt. Aber sagt nicht immer die Wahrheit, weil die KI ist nur so gut wie der Datensatz, auf den sie trainiert ist. Man sollte deswegen KI nicht für bare Münze nehmen. Man muss auch immer ein bisschen schauen, weil die KI kann super gute, hohe intellektuelle Beiträge schreiben, die an sich dann Nonsens sein können, vom Inhalt her auch. Wir schauen jetzt nochmal kurz rein. So, so sieht dann unser Output aus. Ich lese mal kurz vor, was zum Thema Reisealpaka kommt. Also was die KI jetzt uns ausgespuckt hat. Als Endprodukt eine humorvolle Applikation zur Planung von Alpaka-Reisen für junge Erwachsene. Problem und Fragestellung. Entwickeln Sie eine Funktion, die aus einer Liste mit Städten und deren Klimazonen, eine Liste mit Städten und Klimazonen generiert, welche am besten zu einem gewünschten Zeitraum passt. Zum Beispiel Alpaka-Reisen im Sommer. Die Funktion soll auch das Alter der Reisenden berücksichtigen. Daten und Technologien, eine Liste von Städten und Klimazonen, JSON-Parser in Python, Conditional Statements für die Auswahl basierend auf Zeitpunkt und Altersgruppen. Und was uns noch fehlt, eine Anleitung zur Einbindung der Alpaka-Thematik und das Verwenden einer humorvollen Sprache bei einem anspruchsvollen Jugendalter von 12 bis 18 Jahren, ohne es explizit zu erwähnen. Genau. Also das hat die KI ausgespuckt. Es klingt sehr, ist eine gehobene Sprache, aber man sieht, dass nicht unbedingt das so ganz viel Sinn macht. Darauf wollen wir aufmerksam machen, dass KI nicht immer die Wahrheit erzählt und dass es auch manchmal problematisch sein kann, sich voll und ganz auf KI zu verlassen. Genau, ihr könnt uns auf GitHub finden, ihr könnt euch das runterladen, klonen und das selber ausprobieren. Und wir wollen uns einmal bedanken bei unserer Mentorin Margau. Vielen Dank, dass du uns so supportet hast und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.